So, Mahlzeit, Leute. Ich habe Kohldampf und darum werden wir uns jetzt noch ein bisschen Gemüse klein schnibbeln. Mit diesem schönen Spyderco Native 5. Mit Wüstenholz-Griffschalen. Das macht sich nämlich ganz gut in der Küche. Schmeiße ich mir noch ein bisschen Tofu rein. Das Ganze wird dann noch ein bisschen scharf gemacht. Mit einem ordentlichen Aroma versehen. Jo, also fangen wir an. Hier haben wir schon ein paar Zwiebeln, wo das Ende schon ein bisschen trocken aussieht. Aber da ist sie. Das geht richtig gut. Mit der spitzen, scharfen Klinge hier. Obwohl das eigentlich glatt poliertes Holz ist. Es ist selbst nass unglaublich griffig. Sollte man nicht glauben, dass auch so ein Material wie ein glatt poliertes Holz so griffig sein kann. Man muss nicht immer schwarzes G10 sein. Das funktioniert nämlich hier auch sehr gut mit Holz. Unglaublich scharf, diese S35V-Klinge. Man braucht eigentlich gar nicht vor und zurück. Es reicht, das Ding einmal in eine Richtung durchzuziehen. Und schon hat man hier wunderbar kleine halbe Zwiebelringe. Solche Arbeiten ist diese 75 mm Klinge natürlich hervorragend geeignet. Mann, die Zwiebeln brennen jetzt schon in den Augen. Ich glaube, das Zeug ist so scharf. Da brauche ich gar nicht großartig nachschärfen. Mit der Klinge sollte man sich besser nicht in die Finger schneiden. Extrem. Schnitthaltig das Zeug hier. Wirklich bloß mit ganz wenig Druck durchziehen. Dieser pulvermetallurgische Stahl ist echt der Hammer, aber ich glaube, das Nachschärfen ist kein Vergnügen. Das sollte man vom Profi machen lassen, es sei denn, man verfügt über entsprechendes gutes Schärfewerkzeug. Denk mal, für diese ganzen S-Stähle da, S30, 35, 60, 90, empfiehlt es sich, glaube ich, eh nur mit Diamantschärfewerkzeugen zu arbeiten. Aber das lasse ich dann lieber den Profi machen. Dafür sind mir die Messer dann zu schade, dass ich da selber dran rumfeile. So. Zwiebeln haben wir schon mal verarbeitet. Kommt ein bisschen Rot dazu, schön Paprika, ein
enthält viel Vitamine. Braucht man gar nicht schneiden, das geht einfach nur zack. Herrlich. Spürt man gar nicht, dass da was dazwischen ist. Fantastische Klinge. Dürfte nur noch 1,5 cm, 2 cm länger sein. Dann wäre sie im Alltag auch noch ein bisschen besser zu gebrauchen. Muss mir doch mal das Paramilitary 2 genauer anschauen. Soll ja auch ein wahnsinnig gutes Spider-Co sein. Das ist das sogenannte Cajun Blaze Spider-Co. So. Ziemlich langweilige Action heute wieder mal. Aber ich habe mir heute mal einen Tag Auszeit gegönnt, nichts gemacht, außer gelesen. Werde nachher vielleicht noch ein ganz kleines Review über mein letztes E-Book machen. Das war der Kollege Richthofen, habe ich jetzt durch. Und dann habe ich gedacht, den Tag schließen wir jetzt mal schön ab mit noch ein bisschen Gemüse schnibbeln. Leckeres, gesundes zum Abendessen futtern. Und danach geht es weiter mit Extrem-Coaching. Sehr anspruchsvolle Sportart. Denn heute war Extrem-Faulenzen angesagt. Spider-Kokli. Rattenscharf. Zwar hier dieses Daumenloch, aber verschmutzt eigentlich nicht mal. Und es ist groß genug, dass man es gut reinigen könnte. Knoblauch muss man natürlich ein bisschen dazu, ne? Es ist Samstagabend, da kann man auch schön stinken am Sonntag. Und ist sehr gut für den Blutdruck. Sagen immer die Leute, wie kannst du nur so viel Zwiebeln und Knoblauch fressen? Tja. Ihr habt zwei Möglichkeiten, Jungs. Entweder ihr futtert das Zeug in Gemüseform, was mit Sicherheit gesünder und besser schmeckt. Und wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr das spätestens in 10 bis 15 Jahren von eurem Hausarzt in Form von Tabletten verabreicht und verschrieben. Und dann esse ich es doch lieber in dieser Form. Ich kenne schon einen ganzen Haufen Leute, die Blutdrucksekundemittel schlucken müssen. Tja, na lieber immer schön rechtzeitig Knoblauch futtern und sich nicht so aufregen.
Da hat man nachher auch keinen Stress mit Bluthochdruck. Also das ist keine feine Sache, so ein Bluthochdruck. So. Ja, Tomatentest. Das ist mal eine schöne, frische, feste Tomate. Mal schauen, wenn wir das Messer nur auflegen. Nur durch ihr eigenes Gewicht. Und es ist ja wirklich leichtes Ding. Ja, geht aber durch die Haut. Dann natürlich nicht weiter mangels Gewicht, aber schneidet sich durch. Ja. Scharf ist es. Wenn man es nicht ganz durchschneidet und hinten noch ein bisschen stehen lässt, bleiben die Streifen also noch schön zusammenkleben. Dann hat man es leichter, wenn man nachher quer schneidet, um Würfel zu machen. Dann rutschen einem die Stückchen nicht gleich alle auseinander. Oder beziehungsweise die Streifen zum Schneiden. So, und dann hat man nachher schöne kleine Tomatenstückchen. Finde ich immer die bessere Alternative, also aus der Dose. Aber manchmal hat man keine frischen. Dann gibt es halt Dosentomaten. Auch nicht das Schlechteste, aber frisches Gemüse ziehe ich der Dose gern vor. Und auch heute Samstag war, da ist immer schön Markt bei uns. Habe ich mich da natürlich wieder schön eingedeckt mit Obst und Gemüse. Reicht dann fast meistens die ganze Woche. Das habe ich so in letzter Zeit angefangen, also noch ein Gemüse, noch ein bisschen Apfel dazu. Das schmeckt eigentlich ganz lecker und nimmt manchmal so ein bisschen den zu scharfen Zwiebeln oder Knoblauch ein bisschen die Schärfe. Mhm. Muss nicht indisch sein, damit man da auch Früchte reinmachen kann. Passt auch in normales Essen ganz gut. Wenn der Apfel jetzt nicht zu süß ist, verhält er sich auch relativ neutral im Essen. Aber warum soll man Gemüse nicht mit Obst mischen können? Probiere ich jetzt gern wieder mal was Neues aus. Das kleine Ding schlägt sich echt gut in der Küche. Nächste Woche gibt es wieder mal ein Messer-Update. Made in Germany-Messer bekomme ich da. Mal schauen, wie sich das so schlägt. Auch ein richtig schöner großer Folder. So. Super. Jetzt kommt hier noch ein bisschen rein. Eiweiß, ich liebe es. Das wird dem Ganzen hier Aroma verleihen. Jo. Das müsst ihr euch mal kaufen, wenn ihr grillen geht. Eiweiß zu Grillgut, das schmeckt fantastisch. Besser wie jeder Ketchup oder irgend sowas. Hier, das ist auch so eine Paprika, Tomaten, Auberginen-Zubereitung. Gibt es dann so auch in normal mild oder in scharf. Das ist jetzt die scharfe Ausführung, aber ja, sag mal so für deutsche Zungen scharf. So ein Tabasco oder so ist schärfer. Das kann man noch gut hier reinmischen, kann man sogar noch pur essen. Wer ein klein bisschen scharfes Essen gewöhnt ist, macht ihm nichts aus. Und zu gegrilltem schmeckt das richtig gut. So, die Zwiebeln haben ein Aroma. So, ich gebe hier wieder mal was ganz Einfaches. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Knoblauchöl vom Survival Bushcraft Fan. Er hat mir da freundlicherweise ein Glas von dem
leckeren Öl überlassen. Wunderbar. Das hat jetzt so richtig Aroma, du mein lieber Kukuschinski. So. Und das Ganze kommt jetzt auf den Herd. Dann gibt es noch ein bisschen Kartoffelsalat dazu. Oh Mensch, hey. Ich bin an der Nase. Ich denke auch gerade, wo ist denn hier mein Ersatzfleisch? Da fehlt ja noch was. Ich hab vergessen, ey. Das Eiweiß fehlt ja hier. Haben wir hier noch eine schöne Packung Bio-Tofu. Muss ich ja noch ein bisschen mit Eiweiß versorgen, genau. Ich denke gerade, da fehlt doch noch was. Bam. Selbst dicker Kunststoff. Kein Problem. Teil schneidet. Ist jetzt nicht geräuchter Tofu, sondern ganz normaler Neutral-Tofu. Ja, da bräuchte man jetzt eine bisschen längere Klinge. Aber geht auch so, muss man von beiden Seiten schneiden. Den gibt es übrigens ganz normal im Edeka. Bei der Käse-Joghurt-Abteilung. Müsst ihr mal probieren. Selbst als Nicht-Vegetarier. Wenn man ein bisschen Eiweiß braucht. Ist hier Tofu eine gute Quelle. Lässt sich prima verarbeiten. Kann man auch für eine Sekunde in den Mixer hauen. Kann man mit Tomaten prima Bolognese daraus machen. Doch geräucherten, der schmeckt natürlich dann auch gut, er bringt auch richtig schönes, kräftiges Aroma. Man kann den größeren würfeln lassen als Art Gulasch. Und von der Konsistenz her verhält er sich ja so ein bisschen wie Fleischkäse. Und der geschmacksneutrale, der lässt sich auf alle möglichen Arten verarbeiten. Nun, das haben wir hier noch ein bisschen Eiweiß, Protein, Vitamine drin. Dazu gibt es auch Kartoffeln, Salat. Dann haben wir noch die Kohlenhydrate. So. Bis gleich am Herd. So, am Herd verhält sich die Geschichte ziemlich unspektakulär. Das Ganze darf ein bisschen vor sich hin köcheln. Über das Ganze machen wir noch ein paar Kräuter. Und wir löschen das Ganze heute mal ausnahmsweise mit etwas Rotwein ab. So, wie heißt es so schön? Ohne Wein kann ich nicht kochen. Ab und zu machen wir was davon ins Essen. Nee. So. Lecker. So. Dieses Ganze. Rotwein, Tofu, Gemüse. Darf jetzt noch 5 Minuten vor sich hin kochen. Und dann geht's auch schon los. Bis gleich. So, das Essen ist fertig und wir fangen mal hier an vorzubereiten, wenn wir schon etwas Wein fürs Gemüse gebraucht haben. Dann nehmen wir den natürlich noch ein bisschen zum Nachspülen. Ne? Mal den guten Tropfen probieren. Nichts Besonderes. So ein Cabernet Sauvignon, Australien. Keine Ahnung, schon lange nicht mehr probiert. Warum werden wir den jetzt hier erstmal vorkosten? Ne? Prost. Hm. Ah, Traubensaft. Hm, lecker.
Ganz angenehm. So, jetzt aber haben wir hier ein bisschen von unserem Gemüse. Das riecht gut. Man muss halt Gemüse mögen, ne? Fraktion sieht das ein bisschen anders, aber ich stehe eigentlich auf das Grünzeug. So, Kartoffelsalat dazu. Wunderbar. So, passt überhaupt nicht dazu, liegt aber hier noch so schön rum. Das Dessert kommt gleich mit auf den Teller. Praktisch. Das will ich hier gleich mal ankosten. Oh, oh herrlich. Wunderbar. Lecker, aber verdammt heiß. Schönes in Eiweiß gedrängtes Tofu-Gemüse. Oh, das darf noch ein bisschen abkühlen. Fantastisch. Genau das Richtige für Samstagabend. Schön zubereitet mit dem kleinen Spyderco Native 5 mit Cuscari Griffschalen, Backlog Folder, CPM S35 Vorendstahl. Jawohl, passt so richtig schön dazu. Also Leute, esst mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch, immer schön Knoblauch und Zwiebeln rein, ist gut für den Blutdruck und das Cholesterin. Lasst es euch schmecken, macht euch noch einen schönen Abend, wir sehen uns bei YouTube wieder. Ciao.